Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video erkläre ich dir, was eine Quersumme ist. Beginnen möchte ich mit einer Definition. Die Quersumme einer natürlichen Zahl ist die Summe ihrer Ziffernwerte. Das hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Und das zeige ich euch jetzt mit ein paar Beispielen. Ich beginne mit der Zahl 24 und die Quersumme ermittle ich, indem ich die beiden Ziffern addiere. Also 2 plus 4. Da kommt 6 raus und jetzt weiß ich, die Quersumme von 24 ist 6. Weiter geht's. Die 27. Auch hier addiere ich die Ziffern, also 2 plus 7 und da kommt 9 raus. Dann weiß ich, die Quersumme ist 9. Das geht natürlich auch mit größeren Zahlen. 241. Hier rechne ich 2 plus 4 plus 1 gleich 7. Und dann weiß ich, die Quersumme ist 7. Und eine letzte Zahl, 234. Und auch hier addiere ich die einzelnen Ziffern. 2 plus 3 plus 4 gleich 9. Warum mache ich das Ganze? Hier gibt es einen interessanten Nebeneffekt der Quersumme. Ist das Ergebnis der Quersumme durch 3 teilbar, so ist die ursprüngliche Summe auch durch 3 teilbar. In diesem Fall ist also das Ergebnis, sprich die Zahl durch 3 teilbar. Hier steht 9, das heißt 27 ist durch 3 teilbar. Und hier ist eine 9, das heißt auch diese Zahl ist durch 3 teilbar. Okay, das war's. So, zum Schluss noch 3 Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.